Yo, es gibt Tage, an denen ich mir wünsche, die Schrittenzieher des Staats zu köpfen, der mir nicht ermöglicht, dass ich mein Potenzial ausschöpfe, mich an Stellen vermittelt, wo ich nicht arbeiten möchte. Ich hab verschiedene Skills, doch strafen kann wer besser. Was soll ich hier? Seht euch an, wie die Fassade bröckelt. Ich muss mich zwingen, etwas zu tun, nur für Zahlen am Rechner. Ich bin ein Mensch, kein verdammtes Programm. Und bin ich eins, dann kommt eine Maschine da lange nicht ran. Überwachungsstaat, Aria, Eagle Eye. Wie weit sind wir entfernt von dem Wissen, das uns befreit? Vieles spielt sich im Geheim ab, man speist die Daten ein, verknüpft sie zu einem Gitter und gibt ihnen den Namen Freiheit. Nein, das darf nicht sein, wir haben das Gefühl für sie verloren. Nur diese Erde war einmal unsere Heimat. Wir wissen, dass es so ist, doch stehen am Morgen auf und morden noch weiter. Ansonsten könnten wir uns eingraben. Sie lieben Ruhm, sie lieben Kriege, sie kriegen den Boom. Die Niederkunft der Sieben ist für den Frieden ein Omen. Sie drohnen hoch, doch die Tiefe bietet ihnen den Schutz. Sieh dich um, es gibt viel zu tun auf unserem Siegeszug. Sie lieben Wut, sie lieben die Triebe, Krisen und Tod. Der Familie entzogen bedienen sie riesige Maschinen. Niemand sieht sich vom Evil bedroht. Wir sind in Not und überspielen die tiefsten Gefühle, sonst gibt es kein Brot. Ich habe Pläne für mein Leben, ja, ich kenn mich aus. Dann sitz ich in irgendeinem Zimmer mit einer fremden Frau. Auf ihren Blättern steht mein Name drauf, denn genau wie ich ist sie eine Person, die damit was zu essen kauft. Das bedruckte Papier und der Bildschirm, auf den sie glotzt, sind Grund dafür, dass mich ab und zu mein Leben ankotzt. Irgendwie hat sie auch Mitleid mit mir, das darf sie mir nur nicht verraten, also tippt sie und stirbt. Sie dient nur dem Tier, ist illusioniert, hypnotisiert auf den Glauben, dass nur dadurch aus ihrem Kind etwas wird, indem sie mir was befiehlt, was ich nicht mehr will. Wir meinen es nur gut mit ihnen, Unterschrift bitte hier. Wer ist denn wir? Die fremden Menschen hier im Block. Wir gibt es hier nicht, du bist nur dein beschissener Job. Ich resignier nicht, denn ich finde eine Hintertür. Schick mich zu dem Ort, wo auch ein Mensch ist, der sich wie ich wehrt. Sie lieben Ruhm, sie lieben Kriege, sie kriegen den Boom. Die Niederkunft der Sieben ist für den Frieden ein Omen. Sie drohnen hoch, doch die Tiefe bietet ihnen den Schutz. Sieh dich um, es gibt viel zu tun auf unserem Siegeszug. Sie lieben Wut, sie lieben die Triebe, Krisen und Tod. Der Familie entzogen bedienen sie riesige Maschinen. Niemand sieht sich vom Evil bedroht. Wir sind in Not und überspielen die tiefsten Gefühle, sonst gibt es kein Brot. Noch eine schöne Woche, danke vielmals für die Hilfe. An so einem Tag hab ich echt Bock, erstmal ein Bier zu trinken oder zurückzustürmen und zu sagen, fick dich, ich will die Scheiße nicht machen. Trotzdem bleibe ich gechillt, greife das Blatt, bekritzel es mit Reim für meine Platte, zeig sie allen Mitarbeitern, damit man weiß, was ich mach, was meine Leidenschaft ist, wie ich ticke und fühle, damit sie wissen, dass mich das hier nicht interessiert. Blickwinkel kriegen, die wichtig sind in der heutigen Zeit. Ich seh zu viele Leute heulen und schreien, Räume im Geist auf, im alltäglichen Kreislauf. Die einen sind mehr Klopper, die anderen träumender Type, deshalb noch lange kein Opfer. Meine Berufung bewahr Ruhe, alles wird gut, diesen Fisch fängt die Reuse nicht ein. Ich schlafe ein mit meiner Freundin im Arm, bin glücklich für den Moment und wünsche mir zukünftig den neuen Start. Sie lieben Ruhm, sie lieben Kriege, sie kriegen den Boom. Die Niederkunft der Sieben ist für den Frieden ein Omen. Sie drohnen hoch, doch die Tiefe bietet ihnen den Schutz. Sieh dich um, es gibt viel zu tun auf unserem Siegeszug. Sie lieben Wut, sie lieben die Triebe, Krisen und Tod. Der Familie entzogen bedienen sie riesige Maschinen. Niemand sieht sich vom Evil bedroht. Wir sind in Not und überspielen die tiefsten Gefühle.